Hey Leute, und hey Leute nochmal und herzlich willkommen zu meinem 200 Abonnenten Special, in dem ich hier endlich mal meine Top 3 Minecraft Texture Packs zeige. Aber das hier sind weniger bekannte Texturenpakete, also ja. Also vergesst mal, dass ihr hier Specs und so seht. Hier seht ihr nur die weniger bekannten und auf Platz 3 kommt Modern HD Texture Pack. Man sieht schon, Fichtenholz ganz schön krass gemacht. Alles sieht geil aus, finde ich. Eine Tür, wenn man hier eine Tür findet. Hier. Sieht auch schon krass aus. Kobbel, das ist doch Kobbel, ja, sieht krass aus. Wirklich ein richtig geiles Texture Pack. Aber nur Platz 3, weil es gibt coolere. Aber das hier ist schon richtig krass. Man könnte hier schon ein ganzes Monument machen. What the fuck, was steht das da? Ja, ist richtig krass, dieses Texture Pack. Und ja, ganz dynamisch alles. Und ja, und das war's für dieses Texture Pack. Jetzt werde ich eben kurz einen Cut machen und gleich seht ihr Platz 2. Ja, jetzt Platz 2. Das ist das schöne Dragon Dance Texturenpaket. Sehr authentisch alles hier. Sieht schon richtig krass aus. Hier hat man das. Kabel sieht hier auch richtig krass aus. Alles sieht gut aus, außer hier gibt es ein Problem, was auch bei Platz 1 so ist. Für die Pixel hat man eigentlich noch muss man eine Kombination machen mit ein anderes Texture Pack, so etwas wie Texture Pack oder so, weil das hier ist ja Oldschool Minecraft. Das ist nicht so schön, aber sonst sieht dieses Texture Pack richtig geil aus und ja. Dann gehen wir jetzt mal zu Platz 1. Also bis gleich. Tschüss. Ja Leute, auf Platz 1 kam das Chroma Hills Texture Pack, was ich jetzt auch benutze. Und hier das gleiche ist leider nicht so scharf, wenn man hier so geht. Sieht schon krass aus, aber das hier haben die schon gemacht, ne? Aber das hier, das muss einfach weg. Aber sonst finde ich dieses Texture Pack richtig geil. Man kann hier so richtig Mittelalter in seiner Bude bringen. Weil das hier sieht schon geil aus. Eine Kirche. Ja, sieht auch geil aus. Und ja. Hier. Leider finde ich das Fichtenholz nicht so krass, was ich nämlich gerne benutze, aber das ist das einzigste Manko von diesem Texture Pack und dafür finde ich es richtig krass aussehen und ja. Und dann möchte ich mich nochmal bei euch bedanken, meine Abonnenten, weil ja, das hier kommt eigentlich als 200 Abo Special raus. Dieses Top 3 Texturenpaket und Pakete und ja, dann danke für 200 Abonnenten und auf weitere 200. Mein nächstes Ziel wird erstmal 500 Abonnenten zu knacken. Das wird natürlich schwierig, aber ja, ich hoffe, es gelingt uns als Community, euch als ganz geile Zuschauer und mir als jemand, was ganz viel Mühe in diesem Video steckt. Also, dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Video. Bye, bye.